Gaming-Kopfhörer um 28 Euro und das noch in Spitzenqualität. Ob diese etwas taugen, ob sie zu gebrauchen sind, das erfahrt ihr wie immer nach dem Intro. Und damit begrüßen wir euch schon bei Technik Power. Wir haben uns diese Kopfhörer geholt um nicht mal ganz 30 Euro, weil wir heute eben rauskriegen möchten, was diese Kopfhörer taugen. Haben sehr, sehr viele Top-Bewertungen und wir wollten uns selbst davon überzeugen, ob die Bewertungen auch hier wirklich gerechtfertigt sind. Es sind kabelgebundene Kopfhörer, sind bestens geeignet für die Konsole, also die PlayStation oder auch für den PC, haben eine Impedanz von 15 Hertz bis 20 kHz, haben natürlich auch ein Mikrofon und natürlich ein LED-Statusanzeige. Gibt es in verschiedenen Farben und hier haben wir auch ein Kabel dabei, was über 2 Meter lang ist. Somit ist man hier bestens ausgerüstet für die nächste Game Change oder Game Session. Dabei haben wir diesen Adapter von einer Klinke auf 2 Klinke für den PC eben. Und was wir auch noch haben, ist der USB-Verlängerungskabel. Sprich, hier haben wir USB und hier ist die Verlängerung. Sollte das Kabel, das USB-Kabel, zu kurz sein. Das USB-Kabel ist übrigens 1,50 Meter die Verlängerung. Und so wurden die Kopfhörer angeliefert, also total martialisch, hier von irgendwie eine Top-Verpackung oder ein Karton, alles Fehlanzeige. Gut, die Kopfhörer kosten nicht mal 30 Euro. Wie gesagt, was erwartet man um den Preis? Wichtig ist, dass die Qualität gut ist, die Klangqualität und das Mikro und natürlich auch der Tragekomfort. Das Polster macht einen weichen Eindruck, ist leider Gottes nicht austauschbar. Ja. Also, wenn das mal kaputt sein sollte, kann man auch die Kopfhörer eliminieren. Ansonsten sehen wir hier das Mikrofon. Das ist natürlich verstellbar in der Höhe. Sie sind beschriftet, das sowieso mit rechts und mit links. Auch das ist hier beschriftet. Die Kopfhörer kann man natürlich verstellen in der Größe. Also ihr seht, hier ist es nicht wie bei den meisten hochwertigen Kopfhörern, dass das flüssig läuft und natürlich leise. Nein, es ist hier, wie gesagt, wichtig ist, dass der Klang gut ist, dass der Tragekomfort gut ist. Hier haben wir ein Polster, falls es länger dauern sollte, damit es nicht drückt. Ansonsten gibt es nichts Großartiges darüber zu sagen. Hier haben wir dann eine LED-Beleuchtung. Die Stecker sind vergoldet und das muss man wirklich der Firma zugute halten für eine bessere Übertragung. Dann haben wir hier noch die Fernbedienung, das heißt, wir können direkt auf dem Kabel die Lautstärke verändern und hier haben wir auch noch die Taste zwischen Mikrofon, Stummschaltung und ja, hier können wir unser Mikrofon eben ein- und ausschalten und wird mal Zeit, dass wir jetzt die Kopfhörer in Betrieb nehmen. Mit der LED-Beleuchtung sehen die Kopfhörer nachts besonders gut aus, aber wir wollen ja jetzt mal den Klang ausprobieren und wie der Tragekomfort wirklich ist. Das probieren wir jetzt aus als nächstes. Ich, der ja kein Zocker bin, habe diese Kopfhörer ausprobiert, sie sitzen bombenfest, drücken auch nicht, auch nach langer Zeit nicht, man schwitzt nicht und das Mikro ist hier auch höhenverstellbar. Das muss ich sagen, das ist wirklich sehr, sehr gut, was die Klangqualität betrifft, den Tragekomfort. Ich habe die Kopfhörer mehreren Freunden geliehen, die im Moment spielen oder Gamer sind und diese waren begeistert von Preis-Leistungs-Verhältnis, wie gesagt mit unter 30 Euro. Der Klang ist hier überragend, genauso wie der Tragekomfort. Natürlich gibt es viel bessere Kopfhörer,
aber in dieser Preisklasse sind sie wirklich einzigartig. Ob ich euch die Kopfhörer empfehlen würde? Auf jeden Fall. Wie gesagt, ihr könnt nichts falsch machen um dieses Geld. Sie sind sehr, sehr gut vom Klang, Tragekomfort und natürlich auch vom Preis her. Wo ihr das Ganze kaufen könnt, das findet ihr in der Videobeschreibung sowie alle technischen Details. Wollt auch ihr euer Produkt auf unserer Webseite vorstellen, dann verwendet doch unser Kontaktformular. Technik Power sagt Danke fürs Zusehen und auf Wiedersehen.